aber wir haben auch tatsächlich schon fast alles erkundet. Also die Drohne ist fast komplett weg. Wir haben jetzt nur noch das da oben. Nur noch das, was hier ist, und bisher kein Eingang. Ah, da ist der ja. Lol. Ran mir die Robbe. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremdländer. Ich bin Ran mir die Robbe. Wie kann ich euch helfen? Ja, Winner, das kann uns weiterhelfen. Ich bin Ran mir die Robbe. Baba. Nichts Neues für uns. Na gut. Gehen wir rein. Auch wenn die Tür ein bisschen falsch ist. Kommen wir da vielleicht von hinten auch ran an die Tür? Nein. Kommen wir nicht, weil da das Gebäude ist. Das heißt, die Tür ist tatsächlich einfach nur falsch platziert. Lol. Kusch-Tasch-Spiel, das ist tatsächlich Kusch-Tasch-Spiel. Ach, da oben ist Alt-Dedrof. Ups. Na egal. Speichern. Hier ist die Tür wieder richtig. Oh, eine Kiste mit 7 Fackeln. WTF. Also hier soll niemand hingehen, heißt es. Das ist ein Fürst. So, ein Chitin-Pfeil. Wir haben schon wieder nur 42. Wieso haben wir immer so viele Pfeile? Was sie wohl ist. Naja, hier ist auf jeden Fall Wasser. Gehen wir mal da rein. Dann machen wir noch ein bisschen Infravision. Und nehmen noch einen Trank der Wasseratmung. Okay, der Tank, der wiegt nichts. Das ist ein bisschen blöd. Und blöd ist auch, dass ich hier gerade irgendwie feststecke. So, aber jetzt. Also hier kommt man so wieder rein. Und das war's. Na gut. Ah, aber hier. Da ist jemand. Das sind mehrere. Ulmsaren. Stirb, Ulmsaren. Hier, Envar. Nichts, ihr Envar. Gewöhnlicher Sehnstein. Ich versuche immer mit euch zu reden, aber ihr wollt immer nur kämpfen. Oder oft nur kämpfen. Maner Uvarin.
Genau wie du. Stirb, Abschaum. Mit der Rüstung hätte ich gedacht, ich mache weniger Schaden. Komplette Stahlrüstung. Ich hatte tatsächlich erwartet, dass weniger Schaden zu machen, aber es scheint doch wirklich sehr schwach zu sein. So, wie sieht das jetzt mit dir aus? Was? Disay? Haltet endlich still! Hört sich nach einem Menschen an. Rotbadone, glaube ich, oder? Heute werdet ihr sterben! Hat auch eine komplette Stahlrüstung. Zwei Stiefel. Und bei dem hat es tatsächlich auch was schwieriger. So, da haben wir alles. Ist er noch nach oben? Nein, ich glaube nicht. Smaragd, Deltraherz. Und ist auch schon. Stumpfe Waffe auf 74 Punkte. Und ein Deltraherz. Damit sind wir jetzt, glaube ich, bei 4 von 10 Punkten. Super. Schloss 10. Oh nein, nein. Nein. Schloss 55 und Falle. Draken. Ja, das war's. Gehen wir wieder. Halt, können wir mit der Statue reden? Nein, können wir nicht. Gut, geh mir. Das war so klar. Naja. So, eine weitere Dedra-Ruine geschafft. Und jetzt müsste eigentlich abseits, also links von dieser Dedra-Ruine müsste ja irgendwo dieses Grab sein, wo wir da die Schülerin da treffen. Bleibt mal ein bisschen stehen. Ein Fürst. Nein, doch nur ein normaler Dremora. Okay. Okay. Da der Weg da irgendwie hinführt. Tatsächlich genau der Weg ist da. Gehen wir da mal hin. Das ist wo? Das ist da vorne. Schon wieder einer. Und der letzte. Das war jetzt aber ein Fürst. Dedra Herz und Teamfall.
119 haben wir immer noch. 120 sogar haben wir immer noch. War das wieder ein... Ja! War es! Seele gefangen. Und da geht's raus. So. Da würde es jetzt weiter in diese Richtung gehen. Aber ich möchte erst einmal kurz da nach vorne. Da oben ist Telvos. Oh, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Haben wir nur noch diesen einen Weg. Und am Strand entlang müssten wir halt für... Wow! Tagebuch aktualisiert. Ich habe den weißen Bar gefunden. Als ich in seine Reichweite kam, hat er sich sofort in Richtung Westen bewegt. Folgen wir ihm mal. Der weiße Guar. Okay, wir müssen hinter ihm bleiben. Machen wir mal. Du darfst ruhig laufen. Sollen sie sich hier nur ansiedeln? Na? Wo gehst du hin, weißer Guar? Ein weißer Guar? Ein Albino Guar. Hey, da liegt wer? Da liegt wer? Tagebuch aktualisiert. Ashamanu. Ich bin auf die Leiche einer Frau gestoßen, die so aussieht, als sei sie einst eine Heilerin der Aschländer gewesen. Amulett des Ashamanu. Pest heilen auf sich selbst und Lebensenergie wiederherstellen. 5 Punkte für 5 Sekunden. Pest heilen. War ich da echt noch nicht? Aber da ist was. Das könnte die Ahnengruft sein. Der weiße Guard hat uns echt einfach da links reingeführt, wo wir noch gar nicht waren. Was eigentlich hier mit dem Weg weitergehen würde. gehen wir doch da gleich mal hin. Jetzt hat uns dieser blöde Klippenläufer oben gesehen, oder? Nein, nur die Musik ist neu. Sanit! Irgendwie so ein Viereck. Wenn das hier nicht wäre. Na gut, gehen wir. Speichern wir und dann gehen wir da rein. Ah! Ein Versteck des sechsten Hauses. Wer hat das jetzt gesehen? Ich sehe gar keinen Gegner. Boah, wo kommst du auf einmal her? Also da ist schon mal nichts, obwohl da eine Tür zu sein scheint. Aber da ist nichts. Aschengul, Aschesalz und ein Chitinfall. Gehen wir mal hier runter.
Ein Korpuswandler. Mit nichts. Haben wir auch nichts. Hier haben wir eine Lava. Zwei Gegner bisher in diese Höhle. Aber hier müssen doch noch mehr sein. Da hinten ist noch einer. Hallo Aschenghul. Zwei Aschenghule und ein Korpuswandler. Und der hier hat der Aschensalz. Das ist eine Tür. Schrein. Na, gehen wir rein. Hallo Träumerin. Jetzt hab ich euch. Tote können also doch sprechen. Leute, ist das ein Grafikbug gerade? Sah lustig aus. Da ist doch einer. Ihr werdet leiden. Okay, ich glaube, das war's. Fußfleisch. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach komm! Many Airbed Memory Points. Okay. Leute, das ist. In Ordnung, ich hatte sowieso überlegt, bevor ich reingegangen bin, ob ich Schluss machen soll, denn ich nehme jetzt schon seit über 3 Stunden auf. Aber ich dachte mir, es macht gerade Spaß und wir sind jetzt schon so weit. Seht mal, was wir schon haben. Wir haben jetzt nur noch hier das bisschen, haben wir noch vor uns. Und hier Telvos und Wos. Und dann mache ich die Inseln hier vielleicht doch auch gleich. Und dann war es das. Dann haben wir, bis auf die Insel, haben wir und alles innerhalb des Geisterwalds, haben wir dann alles vom Grundspiel her erkundet. Geil, oder? Hammergeil, finde ich. Und wenn wir das hier haben, wenn wir das hier haben, ich glaube, dann möchte ich doch erstmal das hier noch erkunden und dann geht's mit der Hauptquest weiter. Dann machen wir die Hauptquest so lange, bis sie komplett durch ist. Ja. Oder machen wir dann Nebenquests. Boah, nee. Wenn wir das hier haben, erkunde ich das dann, dann machen wir Nebenquests. Und dann die Hauptquest. Und dann... Dann machen wir, Tribunal und Blood Moon. Die Quests, Hauptquests, Erweiterungen. Wenn ich mal so überlege, in der nächsten Aufnahme schaffen wir hundertprozentig das hier und das hier alles. Hundertprozentig. Außer, der hört nach 1,5 Stunden oder sowas, kriegt er wieder ein Bad Memory Pointer. Oder es ist wieder nur eine einstündige Aufnahme oder so. Aber bei 3 Stunden schaffen wir das definitiv. Und danach, ich weiß nicht, ich glaube, ich fange mit den Inseln hier an. Und dann die große. Erst die kleinen drumherum und dann die große, glaube ich, möchte ich, oder? Ich weiß nicht, soll ich erst die große machen? Die große hätten nämlich schon ziemlich gut erkundet. Ich glaube, ich mache hier die hier. Alle. Dann mache ich hier die große. Mache dann hier die auch. Und dann hier so rüber. Und dann die hier zum Schluss. Oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Naja.
Das wird wahrscheinlich, also diese Insel hier alles zu erkunden, das wird wahrscheinlich 2 Aufnahmen dauern. Nicht ganze 2 Aufnahmen, sondern 1,5 so ungefähr. Aber etwa 2 Aufnahmen. Und dann dann die Nebenquests. Also Nebenquests, glaube ich, dauern auch noch so 2-3 Aufnahmen. Das heißt, das wären jetzt noch so 1, 3, 6 Aufnahmen. Und dann geht's ausschließlich mit der Hauptquest weiter. Geil. Ne, wobei, da unten haben wir ja auch noch ein bisschen was zu erkunden. Das haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Ziehe ich nochmal eine Aufnahme dazu. Also 7 Aufnahmen. 7 Aufnahmen, dann geht's mit Hauptquest weiter. Also 70 Folgen ungefähr. Das heißt, ja, so um die Folge 1000. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, dann bis morgen, Leute. Ciao.